Lufthansa erwartet für 2022 einen Gewinn aus dem Fliegen. Ja, aus einem Bereich, den sie eigentlich nur so anscheinend nebenbei machen, wenn man da so glauben darf. Dann, Lufthansa hat sich ja mit dem Tarifvertrag freigekauft, sagen einige Leute. Andere sagen, so wie Mario ja gestern in der Aufnahme gesagt hatte, dass er denkt, dass die Ausgaben da ein Boomerang werden. Warum? Weil das Personal sich in eine Lohnpreisspirale begibt. Dann geht es weiter. Swiss ist jetzt auch Kunde der Wetlis Air Baltic. Ja, die A220-300er Flotte bei Air Baltic genießt viele Freunde. Wir haben weiter noch, die Lufthansa möchte dieses Jahr 5000 Neueinstellungen machen. Und dann sage ich einfach nur, na mal dann los, ne? Mein Name ist Lars, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. An dieser Stelle natürlich auch wieder beim zweiten Lufthansa Group Update diese Woche. Denkt dran, abonniert den Kanal, macht die Glocke an, lasst ein Like da oder aber natürlich einen Kommentar. Wichtig an dieser Stelle auch die Stammtische. Wir haben Stammtische diesen Monat festgezurrt. Am 12.8. München, 13.8. haben wir Frankfurt, 14.8. haben wir Berlin. Dann haben wir in Riga am, was haben wir denn da? Am 28., am 19. in Helsinki und am 19.8. glaube ich sogar in Tampere. Also insofern sind wir international unterwegs, Stockholm und so weiter, Los Angeles, ich sage es immer wieder, kommt noch. Lufthansa erwartet 2022 Geld, und zwar die Erholung aus den Ticketverkäufen, die geht steil nach oben und fürs laufende Jahr wird man immer wieder optimistischer. Natürlich rechnet man jetzt nicht mit weiteren Streiks, weil man sich ja gerade befriedet hat, zumindest mit den Leuten am Boden. Wobei die Vereinigung Cockpit natürlich da noch nicht zu zählt. Aber vielleicht finden die auch eine Lösung, ohne da ein Problem zu finden. Wenn man jetzt einfach mal schaut, der Konzern hat natürlich tausende Flüge gestrichen, hat da auch andere Sachen gemacht. Und ja, die Lufthansa-Aktie ging nach oben um mehr als 5%, als man das gesagt hatte. Noch vor 3 Monaten musste man ja bei Carsten Spohr und Remco Stempergen, das ist ja sein Finanzvorstand, etwas schauen, weil die haben keine schwarzen Zahlen da gesagt. Und jetzt sagt man ganz einfach, dass man keinen operativen Verlust mehr von 2,3 Milliarden, den man da hatte, erwartet. Und ja, die starken Schwankungen beim Ölpreis machen natürlich dann auch noch zusätzlich vorsichtig. Auch kamen zuletzt Engpässe an den deutschen Flughäfen hinzu, aber auch an andere Flughäfen, deshalb nicht nur an den deutschen. Und man hat halt diese Verbindungen dann gestrichen. Das Flugangebot des Konzerns ist jetzt nur noch etwa 80% des Vorkrisenniveaus. Also da geht es auch weiter nach oben. Man hatte zwar 85% eingepeilt, aber das ging halt einfach nicht aus Kapazitätsgründen. Wobei natürlich nicht nur die Flughäfen schuld sind, man hat ja auch bei der Lufthansa selber kein Personal. Ja, mit dem abgelaufenen Quartal gelang es der Lufthansa wie anderen europäischen Airlines die Rückkehr in die Gewinnzone. Der Konzernumsatz legte 3,2 Milliarden auf fast 8,5 Milliarden zu. Operativer Gewinn bereinigt waren 393 Millionen Euro nach einem Minus von 827 Millionen. Unter Strich verdient die Lufthansa also 259 Millionen Euro nach einem Verlust von 756 Millionen. Und gerade das Wichtige ist halt, dass das Passagiergeschäft jetzt nach oben geht. Man hat rund 29 Millionen Fluggäste. Das ist auch natürlich gestiegen. Und ja, die Lufthansa, sagt man einfach so, die konzerneigenen Passagier-Airlines Lufthansa, Swiss, Austrian und Brussels Royal Wings haben aber immer noch einen operativen Verlust von 86 Millionen Euro eingefahren. Damit war aber schon deutlich besser, als man hatte ja vorher 1,2 Milliarden Minus aus dem zweiten Quartal 2021. Sehr viele Zahlen und sehr viele Sachen. Aber schauen wir uns einfach mal nach, nochmal, was ist da passiert. Bei der Cargo. Bei der Cargo ist ein Rekordgewinn von 1,5 Milliarden. Und im Passagiergeschäft, ja, die roten Zahlen werden wohl bis Ende des Jahres uns begleiten. Nach milliardenschweren Verlusten, eine Rettung durch den Staat und nach Beginn der Pandemie
steht die Lufthansa mit ihrer Gewinnerwartung für 2022 nicht ganz so alleine da. Denn vergangene Woche hatte ja die Air France KLM einen operativen Jahresgewinn angekündigt. Die IHG sagt auch schwarze Zahlen vor. Also da gibt es genug. Das Dilemma sind natürlich dann noch die Tarifverträge und so weiter, wo die 5000 Piloten noch streiken können. Mal schauen, wie sich das auswirkt. Dann geht es weiter. Die Lufthansa setzt auf drei Effekte für 2023. Und zwar sagt man ganz einfach, dass die Luftfahrt sich immer noch an den 2019er Zahlen misst. Warum? Ganz einfach, 2020, 2021, da war ja nichts mehr los. Und für die Passagier-Airline plant die Lufthansa-Gruppe für das gesamte Jahr 2022 eine durchschnittliche Kapazität von 75% im Vergleich zu 2019. Dann hat man das Problem mit dem Inflationsdruck respektive auch mit den Energiekosten. Das heißt also, dass die Passagiere da ein Riesenproblem haben werden, sich die Flüge vielleicht leisten zu können. Wie sieht das bei euch aus? Was denkt ihr denn da? Weil Lufthansa sagt, er kann sich nicht vorstellen, also Carsten Spohr sogar, vorstellen, dass der Reiseboom so 2022 weiter fortsetzt, sich und anhält, weil natürlich jetzt so ein bisschen, ich fand immer das Wort geil, Revenge Travel aus dem Englischen, heißt also, dass man so quasi Covid ein Schnippchen schlägt und so weiter, aber dass die Leute halt jetzt einfach damit mit ihren Racheflügen sich durchgeflogen haben und man das jetzt einfach nicht mehr macht, weil man halt natürlich in Erwartung der Gaspreise, in Erwartung von anderen Problemen, die da auf einen zukommen, sagt mit der Inflation, wir sparen. Die beiden Richtungen des USA-Geschäfts sind natürlich auch ganz wichtig, weil im Moment ist es so, dass es im Moment so ist, dass die Reisen aus den USA nach Europa spannender sind für die Leute. Warum? Weil der Dollar teurer geworden ist für uns und wir damit natürlich aus Europa nicht nach Nordamerika wollen. Mario hatte ja auch gesagt, dass Amerika teuer ist. Des Weiteren geht ja Lufthansa auch davon aus, dass man das China-Geschäft wieder aufnehmen kann und 75%, die man jetzt hat im Moment von der Flugbewegung, will man von 85% bis 90% sich hochjuckeln. Und Japan glaubt man, dass man da halt auf eine Öffnung setzen kann, China-Öffnung und die Geschäftsreisen sollen zurückkommen. Und das sind die drei Effekte. Minus wahrscheinlich einen Hauch weniger touristischen Druck im Markt, dass man bei Lufthansa rechtfertigt, dass diese Zahlen hochgehen. Viele Zahlen für euch, viele Themen. Was sagt ihr dazu? Glaubt ihr, dass das so ist, dass die Lufthansa da auf dem richtigen Pfad ist? Oder sagt ihr, schwierig, ich sehe es noch nicht. Ist euer Portemonnaie geöffnet oder eher geschlossen? Geöffnet war das Portemonnaie in Anführungsstrichen für uns bei der Swiss. Bei der Swiss ist es so, dass man jetzt die Airbus A220-300er samt Crews, und das ist dann ein Wettlease, bei der AirBaltic sich geholt hat, ganz genau. Und aktuell fliegen etwa 5 Jets für die Eurowings, 2 für die Disco, 4 für die SAS. Und Martin Gauss hat ja auch immer wieder gesagt, dass der Bedarf an Flügen im Wettlease groß wird. Und die A220-300 ist da ein guter Kandidat. Ja, 4 neue Flugzeuge kommen zur AirBaltic dazu, also zur 220-300. Man kann selber dann weiter damit fliegen und seine eigenen Flüge ausbauen, kann dann auch seine eigene Operation stabilisieren und stabilisiert dann gleichzeitig auch die Swiss. Und das gibt dann auch mehr Planungssicherheit. Für uns ist es ja auch ganz gut. Warum? Ganz einfach. Die Swiss nutzt ja eh die A220-100er und 300er. Ist also ein Gerät, was man dort kennt. Allerdings gibt es einen Unterschied. Die haben etwas mehr Sitzplätze bei der AirBaltic. Moment. Einmal kurz einen Frosch im Hals entfernt. Sorry. Und diese Flugzeuge sind halt einfach so, dass man da bei den 300ern, die auch größer sind, im Moment aber das Problem hat, dass man die nicht warten kann. Also einige Flugzeuge stehen ja in Riga mit Triebwerk verklebt und quasi in einem Storage.
man muss einfach mal schauen, die Flugzeuge werden auch im kompletten Streckennetz klarkommen und natürlich dann auch eingesetzt werden von der Swiss. Und dann finde ich das eine gute Geschichte. Wer jetzt natürlich denkt, dass die Helvetic da nicht weiterkommt, also Helvetic Airlines, die bleiben weiterhin drin und die sind ein gesetzter Partner. Dann hat sich die Lufthansa ja aus dem Chaos rausgekauft. Und man hört jetzt auch die Stimmen, dass das gar nicht so prickelnd ist, dass man da das getan hat. Warum? Ganz einfach. Die Frage ist halt einfach, ob das wirklich für Lufthansa so ist, dass es ein attraktiverer Partner wird dadurch. Und die andere Geschichte ist natürlich, und das muss man ja auch überlegen, Aldi bietet bereits 14 Euro. Und ja, das ist also Aldi Verdienste mehr, wenn man das so sagen darf. Das andere Thema ist, und das ist das, was Mario angesprochen hat, und da, wo ihr auch nachgefragt habt, was das heißt. Das heißt einfach Folgendes bei der Lohnpreisspirale, dass in dem Moment, wo die Löhne steigen, die Preise wieder steigen, dann müssen die Löhne steigen. Also das heißt, dass Inflation steigt und dass das eine Spirale wird, die sich dann selber hochdreht und die Inflation dann sogar im Gegenteil dazu stärker macht. Ich bin kein Experte, was das angeht. Ich habe zwar vorher BWL in der Schule gehabt. Kann man das immer nur anschauen, aber man sagt halt, dass der Arbeitgeber nahe Institut der Wirtschaft gesagt hat, dass je mehr Abschlüsse am Beispiel der Lufthansa folgen, desto mehr wird sich die Lohnpreisspirale drehen. Und der Tarifexperte Hagen Lesch sagt, dass allerdings sei die Tariflohndynamik gesamtwirtschaftlich betrachtet immer noch moderat. Was ist eure Meinung? Sagt ihr, das ist so oder ist die Lufthansa trotzdem kein Partner, der da jetzt attraktiver wird, wenn man jetzt mit all die 14 Euro verdienen kann, warum soll ich dann Frankfurter Flughafen mich durchbeleidigen lassen? Und man kann ja auch natürlich jetzt sagen, die Condor hat da ein Beispiel gesetzt und die Condor-Abschluss ist sogar etwas niedriger. Aber die Frage ist, woher kommt man eigentlich? Lufthansa nichtsdestotrotz möchte dieses Jahr 5000 neue Mitarbeiter einstellen. Man hat Personalmangel und das ist ja natürlich ein altbekanntes Problem. Und man hat das ja auch dem Personal gegenüber in den Brief und ich hatte ja auch mal das Video besprochen, keine Bilder daraus gezeigt, aber gesagt, dass man da defizitäre Charakter hat, heißt also mehr Personal braucht. Und Carsten Spohr hat halt angekündigt, dass man alleine in der jetzt zweiten Jahreshälfte, also Q3, Q4, 5000 Leute einstellen muss. Und in 2023 sollen nochmal 5000 Mitarbeiter kommen. Das heißt also in 18 Monaten 10.000 mehr Leute. Dies sei im Einklang mit dem Wiederhochlaufplan. Und es sei halt wirklich darauf zu achten, dass der überwiegende Teil bei Neueinstellungen den Personalbedarf in den operativen Bereich angesichts der Ausweitung des Flugplans decken. Schwerpunkt sind dabei Cockpit, weil Piloten werden gebraucht. Kabine, Eurowings Discover, Cover, Bodenpersonal an Flughäfen. Lufthansa Technik und Catering-Personal der LSG. Ja, zumindest nicht alles ist ja verkauft worden. Ich glaube einfach, dass Personal mehr gebraucht wird. Ich glaube auch nicht nur, dass mehr Personal gebraucht wird, sondern motiviertes Personal gebraucht wird. Und früher war es ja auch immer so, dass die Leute den Geier auf der Brust tätowiert hatten, auf der Stirn und überall hatten. Also insofern würde ich das persönlich bevorzugen. Die Folge heute ist wieder länger geworden, als ich dachte, aber nichtsdestotrotz danke ich euch, dass ihr heute dabei wart und wenn ihr den Kanal abonnieren wollt, nicht vergessen, die Glocke anzumachen, das Like dazulassen und vor allem einen Kommentar. Stammtische, ach, ihr wisst das alles. Sehen uns dann morgen wieder zur nächsten Folge von Frequent Traveler TV Takeoff. Also, bis dann, tschüss, schönen Restsonntag.